Herr Staatsminister Spänle, Herr Oberbürgermeister Ude, liebe Bundestagskollegen Sinkhammer und Montag, verehrte Abgeordnete aus dem Bayerischen Landtag, lieber Theo Weigel, meine sehr verehrten Damen und Herren, mein besonderer Gruß gilt zunächst Ihnen, sehr geehrte Frau Knobloch, und Ihnen, meine Herren Max Mannheimer, Ernst Grube und Romani Rose, stellvertretend für die anwesenden Zeitzeugen und Opfer der nationalsozialistischen Verbrechen. Ich finde, es ist nicht selbstverständlich, dass Sie hier sind, und ich sehe das als große Ehre an für uns alle. Schön, dass Sie gekommen sind. Meine Damen und Herren, die Grundsteinlegung für das NS-Dokumentationszentrum München ist nicht nur ein wichtiger Schritt für die Landeshauptstadt München und den Freistaat Bayern, sondern für die Erinnerungskultur in ganz Deutschland. Dem Gedenken an die Opfer der nationalsozialistischen Verbrechen und seiner Aufarbeitung kommt in der deutschen Erinnerungskultur eine unvergleichbar hohe Bedeutung zu, jetzt und für alle Zeit. Diese Aufgabe ist von Dauer und darf nie zu den Akten gelegt werden. Das Dokumentationszentrum entsteht hier an einem historischen Ort. Der Oberbürgermeister hat die Geschichte ausführlich dargestellt und deswegen möchte ich sie nicht wiederholen. Ja, es ist wahr, fast 70 Jahre dauert es, bis München sich seiner Vergangenheit so sichtbar mit diesem Dokumentationszentrum stellt. Doch hier, wie auch sonst im Leben, gilt der Spruch, es ist nie zu spät. Und besser zu spät als gar nicht. Prinzipiell ist es ja so, dass laut Grundgesetz die Länder für Gedenkstättenpolitik zuständig sind und auch verantwortlich. Das heißt in diesem konkreten Fall das Land Bayern und insbesondere natürlich die Stadt München für die Aufarbeitung ihrer eigenen Geschichte. Und das darf ich nochmal wiederholen, Herr Oberbürgermeister, was Sie schon vorhin kurz erwähnt haben, weil ich der Betroffene war. Es ist letztlich im großen Maß ein Verdienst des Kuratoriumsvorsitzenden Dr. Theo Weigel, dass sich der Bund nun gemeinsam mit Land und Kommunen mit über 9 Millionen Euro, also knapp einem Drittel der Baukosten, beteiligt. Ob das Vorgehen von Theo Weigel, wie Sie sagten, immer diplomatisch war, da erinnere ich mich nicht mehr. Es war doch sehr direkt. Und ich wusste gar nicht, dass ein früherer Finanzminister so dafür kämpft, dass der Bund Geld ausgibt. Und dann in Bayern. Aber meine Damen und Herren, Theo Weigel hat uns in mehreren Gesprächen davon überzeugt, dass dieses Projekt eben weit über München und Bayern hinaus nationale Bedeutung hat. Jahrzehntelang fördert der Bund regelmäßig und konstant die großen Opfergedenkstätten. Natürlich war es richtig und auch verständlich, dass sich das Gedenken in der ersten Zeit nach dem Krieg auf die Konzentrationslager als Schauplätze der grauenerregenden Menschheitsverbrechen der Nationalsozialisten konzentrierte. Und der Bund fördert auch weiterhin, in der Regel gemeinsam mit dem jeweiligen Land, die 8 großen KZ-Gedenkstätten in Deutschland institutionell, das heißt dauerhaft. Dazu gehören die bayerischen Gedenkstätten Dachau und Flossenbürg. Wir haben zudem unsere Projektmittel in diesem Bereich um 50% erhöht und so war es möglich, gemeinsam mit Bayern das neue Besucherzentrum in Dachau zu errichten und demnächst
die Gedenkstätte in Flossenbürg um ein Bildungs- und Seminarhaus zu erweitern. Aber zunehmend stellten und stellen sich noch intensivere Fragen nach den Tätern. Wer waren die Täter? Was waren ihre Motive, die zu solch unmenschlichen Taten veranlassten? Auf solche Fragen können wir am anschaulichsten eindringliche Antworten geben, eben an authentischen Orten, den sogenannten Täterorten wie diesem hier. Und deshalb haben wir uns entschlossen, nicht nur Gedenkstätten an sogenannten Opferorten zu fördern, sondern auch Informations- und Dokumentationseinrichtungen an Täterorten, wenn sie, was die Teilnahme des Bundes angeht, von herausragender, von nationaler Bedeutung sind. Das NS-Dokumentationszentrum München war das erste Projekt, das der Bund unter diesem Aspekt in die Förderung aufgenommen hat. Mittlerweile sind weitere hinzugekommen. Und diese Einrichtungen befinden sich fast alle in historischen Gebäuden, wie in Paderborn die Dokumentationsstätte Wewelsburg auf der ehemaligen SS-Ordensburg oder der Erinnerungsort Topf und Söhne, die Ofenbauer von Auschwitz, eine neu errichtete Dokumentationsstätte in Erfurt. Hier in Bayern hat der Bund bei der Realisierung des Memoriums Nürnberger Prozesse geholfen, das nun seit über einem Jahr in authentischen Räumen, historischen Räumen, im Landgericht Nürnberg-Fürth an die Auseinandersetzung mit der NS-Diktatur und ihren Verbrechen in der Nachkriegszeit erinnert. Das NS-Dokumentationszentrum München nimmt eine Sonderstellung unter den Informationsorten zur Geschichte der Täter ein. Es ist schon eine besondere Herausforderung, zwar am authentischen Ort, aber in einem völlig neu gebauten Ausstellungshaus, den Aufstieg der NSDAP und die Durchsetzung des nationalsozialistischen Terrorregimes darzustellen. Wie gut auch dies in solch völlig neuen Bauten gelingen kann, zeigt die ebenfalls von meinem Haus geförderte Topografie des Terrors in Berlin. Wobei ich hoffe, dass sich diese Baugeschichte von dort hier nicht wiederholt. Da haben wir zweimal einen Anlauf genommen. Diese Topografie des Terrors, die mittlerweile zu einem der meistbesuchten Gedenkorte in Berlin geworden ist. Es ist eine positive Entwicklung, dass nunmehr ein von allen Gremien getragenes und vom Münchner Stadtrat befürwortetes Konzept für das NS-Dokumentationszentrum vorliegt, das Grundlage für die Realisierung der Ausstellung sein wird. Hier wird für München ein ganz neuer und bedeutender Erinnerungs- und Lernort entstehen. Meine Damen und Herren, mit der Errichtung dieses Dokumentationszentrums nehmen der Bund, der Freistaat Bayern und die Landeshauptstadt München gemeinsam Verantwortung wahr für die Demokratie in unserem Land. Am 23. Februar haben wir in einer bewegenden Gedenkveranstaltung in Berlin an die Opfer rechtsextremistischer Gewalt erinnert. Hieraus und insbesondere aus den Verbrechen des nationalsozialistischen Regimes erwächst eine dauerhafte Verantwortung und Verpflichtung für die Zukunft. Wir müssen unmissverständlich gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus vorgehen. Wir müssen Aufklärung leisten, damit vor allem Jugendliche lernen, dass extremistische Ideologien, wenn sie sich verbreiten, nur zu Unfreiheit und Unterdrückung oder wie im Falle der Zwickauer Zelle zu kaltblütigem Mord führen. Aufklärung und Wachsamkeit gegen Ausgrenzung und Fremdenfeindlichkeit ist die Basis für eine freie und demokratische Gesellschaft. Ich bin überzeugt, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass das NS-Dokumentationszentrum München hierzu einen wichtigen Beitrag leisten wird. Vielen Dank.